Löwenzahn. Da staunst du, was, Keks? Damit habe ich schon als Kind gespielt. Was ist denn jetzt los? Oh je. Ich glaube, der ist hin. Du, ich fahr mal schnell zum Modellbauladen und besorg einen neuen, ja? Sie haben da was verloren. Was mache ich denn jetzt damit? BSB. Na also, Bärstädter Straßenbahnbetriebe, Betriebshof. Hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen. Platz machen. Ich kann ja nicht ausweichen. Das Fahren auf Schienen ist eine prima Erfindung. Sicher und schnell. Der Trick dabei ist, zeig doch mal her. Metallräder fahren auf Metallschienen. Das gibt wenig Reibung und die Räder laufen ganz leicht. Ah, da ist ja die große Schwester. Auch die große Straßenbahn fährt elektrisch. Aber wo kommt der Strom her? Na klar, aus der Oberleitung. Und damit holt sie sich den Strom, nennt man Stromabnehmer. Der wird gegen die Leitung gedrückt und schleift während der Fahrt daran entlang. So kann der Strom ununterbrochen fließen. Und der Motor, der liegt unter der Abdeckung im Wagen. Okay, der Strom fließt also aus der Leitung über den Stromabnehmer runter in den Motor. Und schon geht's los. Übrigens, der Elektromotor produziert keine Abgase. Das ist gut für die Bewohner der Stadt. Ein starker Elektromotor und wenig Reibung auf den Schienen. Deshalb kann ein einziger Triebwagen viele vollbesetzte Wagen ziehen. Na dann, mal gute Fahrt. Keiner da, alles dicht. Was da wohl drin ist? Eine alte Messingkurbel, die ist richtig wertvoll. Aber wo gehört die ran? Straßenbahnfreundeverein, Depotstraße 2 bis 8, Moment mal. Da gibt's doch auf der Linie 3 eine Station, ja, hier. Die heißt Depotstraße. Das ist gar nicht weit von hier. Bitteschön. Als ich klein war, wollte ich unbedingt Straßenbahnfahrer werden. Wer Straßenbahnfahrer oder Straßenbahnfahrerin werden will, muss erst mal lernen, zum Beispiel Signale. Das hier bedeutet Stopp. Und dies freie Fahrt voraus. Und dann geht's zum Üben auf die Schienen. Hier in diesem Fahrsimulator. Das ist fast wie in echt. Vorsicht! Ups! Aber nur fast. Und das ist auch gut so. Nichts passiert. Jetzt wartet aber die richtige Bahn. Noch ohne Fahrgäste. Vorsichtig anfahren, damit später keiner vom Sitz fällt. Gut gemacht. Und jetzt? Ah, eine Tür klemmt. Kein Problem. Kleine Reparaturen erledigt die Fahrerin selbst. Auch das lernen sie auf der Straßenbahnerschule. Endlich die erste Fahrt mit Fahrgästen. Der Fahrlehrer ist immer noch dabei und passt auf. Klappt schon super. Nur noch ein paar Fahrstunden und dann darf sie ganz allein auf die Schiene. Hallo? Niemand da? Wow. Das ist ja toll hier. Richtig alte Straßenbahnen. Die sind doch bestimmt 100 Jahre alt.
alles aus Holz, Eisen und Messing. Ja. Und hier stand der Fahrer. Immer draußen, bei Wind und Wetter. Was ist denn das hier? Eine Kurbel. Eigentlich muss man beim Straßenbahnfahren ja nur Gas geben oder bremsen. Dann auch so ein Teil. Passt genau. Das Schmuckstück gehört hierher. Moment mal. Sand. Ach ja, zum Bremsen. Der Stromabnehmer auf dem Dach. Ach, wäre das nicht toll, so eine alte Tram mal selbst auszuprobieren? Einsteigen, los geht's! Vor über 130 Jahren ging's los mit den Straßenbahnen. Die wäre doch was. Noch ohne Strom, aber mit Pferd. So eine Art Schienenkutsche. Und dieser niedliche Waggon hier, das ist die allererste elektrische Bahn. Bei dieser kommt der Strom schon aus der Oberleitung. Die Schaffner scheinen mächtig stolz darauf zu sein. Nach wenigen Jahrzehnten hatte dann jede größere Stadt eine elektrische Straßenbahn. Bis dann das Autofahren modern wurde und die gute alte Bimmelbahn etwas aus der Mode kam. Da mehr Platz für Autos gefragt war, haben viele Städte die Straßenbahnen abgeschafft. Wie hier in Hamburg. Die Linie 2 geht auf letzte Fahrt. Schnell noch mal einsteigen, bevor sie dann so aussieht. In anderen Städten wurden die Straßenbahnen nicht verschrottet, sondern immer weiter verbessert. Die modernen Bahnen sind heute sehr flott, transportieren viele Menschen und sind im Stadtverkehr viel schneller als Autos unterwegs. Und das mit Chauffeur. Schick von außen, drin gemütlich und klimatisiert. Also so schön die alten Bahnen auch sind, die neuen sind wirklich praktischer. Hallo, ich bin Fritz Fuchs. Na und? Name. Was soll das, Götz? Du weißt doch, wie ich heiße. Privatest du denn nicht zur Sache, Fritz? Name? Fritz Fuchs. Wohnhaft in? Elchwinkel 23. Mhm. Schuhgröße 43. Größe 43. Fritz? Du wirst hier als Dieb verdächtigt, als Seriendieb sogar. Hier verschwinden in der letzten Zeit wertvolle Gegenstände. Ich habe die Kurbel aber nicht gestohlen, sondern zurückgebracht. Mach dir keine Sorgen, ich glaub dir doch. Fakt ist, dass diese Messingkurbel, die der Schlüssel für diese Straßenbahn ist, nicht? Danke. Hieraus heute Nacht entwendet wurde. Aber nicht von mir. Wir checken die Fingerabdrücke. Sag mal, wie bist du denn überhaupt hier reingekommen? Na, einfach reingegangen. Am Hallenwart vorbei? Was denn für ein Hallenwart? Ein gewisser Herr Wächter. Gächter. Danke. Der sitzt vorne. Ich habe niemanden gesehen. Wie dem auch sei, ich muss mich mal bei dir zu Hause umsehen. Da kannst du mir auch die Modellbahn zeigen. Fritz, komm schon! Ja, doch. Moment mal. Moment mal. Guten Appetit. Sagen Sie mal, Sie waren doch vorhin noch nicht hier, oder? Doch, sicher. War ich. Dann haben Sie mich reingehen sehen mit einer Messingkurbel? Hier? Kann nicht sein. Ich pass doch auf. Immer. Naja, immer nachmittags. Da habe ich Dienst. Wer kommt, wer geht, ich sehe alles. Und Sie sind keine Sekunde lang mal weg? Nö. Und die Pommes, die bringt Ihnen ein Lieferservice, hm? Aber das waren höchstens 5 Minuten. Aber bitte verraten Sie mich nicht. Mein Job ist nämlich nicht mehr ganz so sicher. Die denken, ich bin überflüssig. Hm. Fritz, bitte kommen. Ich muss los. Fritz, bitte komm! Wenn da nachts eingebrochen wird, dann müsste doch eigentlich Einbruchspuren geben. Und? Nichts, gar nichts! Die Sachen sind angeblich einfach weg, wenn da morgens aufgeschlossen wird. Seltsam. Warum kommt ein Einbrecher immer wieder? Ich meine, warum nicht gleich alles in der ersten Nacht mitnehmen?
Du hast recht, da hakt irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Also wenn du mich fragst, dann will da jemand immer mal wieder was mitgehen lassen, ganz unauffällig. Ja, aber wozu denn? Wir brauchen diesen historischen Kram außer diesen Vereinsleuten. Genau. Was, ja, genau. Glaubst du, das war einer von denen? Nee. Es war eine Frau, die Box verloren hat. Du hast doch gesehen, was für ein komischer Männerverein das ist. Trotzdem. Der Verein ist angeblich so gut wie pleite. Vielleicht hast du ja recht und die haben selber was getan. Zentralanlagen 24. Ja? Wer ist Wurststullen? Wie? Wurststullen. Wo? Beim Metzger am Bahnhof. Keiner fasst das an, bis ich da bin. Verstanden? Wir lassen dir was übrig. Okay. Fritz, ich muss los. Wichtiger Einsatz. Das wird dort eh nichts mehr, oder? Mach's gut. Hey! Götz! Was ist denn jetzt mit der Diebstahlgeschichte? Ich meine, die glauben doch immer noch, dass ich das war. Was wollen Sie denn hier? Currywurst mit Pommes. Nein, keine Sorge. Ich habe nur eine Frage. Gibt es eigentlich auch Frauen hier in dem Verein? Tschüss. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Das ist die Frau Dirk, das ist die Altliebe. Wir sind weg, wenn Sie sich nicht richtig ärgern. Herr Gechter, bevor ich es vergesse. Ich habe noch mal mit dem Vorstand gesprochen. Es sieht nicht gut aus für Sie, leider. Aber wer soll denn dann hier aufpassen? Immer wenn ich Dienst habe, ist noch nie was weggekommen. Immer nur nachts. Ich weiß, Herr Gechter, aber dann müssten wir Sie ja glatt noch als Nachtwächter beschäftigen. Und Sie wissen doch, wie es um uns steht. Finanziell. Tschüss, Herr Gechter. Sieh mal einer an. Ja, ja. Na, ich dachte, wie üblich. Ja, ja, hab ich. Wird aber teuer, das sag ich gleich. Am Betriebshof. Ja, ist ja gut. Ich fahr sofort los. Okay, auf zum Betriebshof. Moment mal, das ist doch der Roller. Also ist sie damit hergefahren. Vielleicht verkauft ja diese Renate Dirksens dieses Zeug hier und steckt das Geld in die eigene Tasche. Aha. Hier ist sie nicht, das Badezimmer. Hey, die haben sogar eine Waschanlage. Ordentlich einseifen und dann gut bürsten. Gleich strahlt die Straßenbahn wieder wie neu. Und hier gibt's den Komplettcheck. Mal sehen, ob unten alles okay ist. Nicht, dass sie noch entgleist. Räder okay? Und die Achsen? Alles fein. Unter der Bahn sind solche Drehgestelle montiert. Deswegen kann die Straßenbahn so enge Kurven fahren. Und auch auf dem Dach gibt's was zu kontrollieren. Die Elektrik. Wenn die mal ausfällt, fährt nichts mehr. Und auch die Klimaanlage braucht regelmäßige Wartung. Soll ja niemand schwitzen. Stromabnehmer checken. Jupp, der tut's noch. Wo bin ich denn hier? Ach, das ist die Verkehrsleitstelle. Hat sich die Baustelle aufgelöst? Linie 21, Hinweis, die Baustelle ist dort nicht mehr vorhanden. Sie haben dort freie Fahrt. Okay, danke. Wenn's auf der Schiene Probleme gibt, muss ja schließlich jemand den Überblick behalten. So, alles wieder in Ordnung. Da ist sie. Was macht die da? Hey, was machen Sie da an meinen Sachen? Name?
Fuchs. Fritz Fuchs, wohnhaft Elchwinkel 23. Fritz? Ich muss dich leider verwarnen. Du bist hier unerlaubt eingedrungen und störst den Betriebsablauf. Ich nehme dich mit aufs Revier. Komm. Tschüss und schönen Tag noch, nicht? Tschüss. Mensch, Fritz, du kannst doch hier nicht einfach den Privatdetektiv spielen. Es hat alles so gut gepasst. Renate Dirksen ist die einzige Frau im Verein. Sie hat eine solche Box. Und ich habe geglaubt, es wäre ihr Roller. Wenn das so einfach wäre, wäre ich längst Leiter der Kripo. Im Moment passt nur eins. Deine Fingerabdrücke zu denen auf der gestohlenen Messingkuppel. Was denn? Das ist die richtige. Entschuldigung, Sie haben mich doch heute Morgen überholt. Und Sie haben was verloren. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe Sie vorher noch nie gesehen. Moment. Also, lassen Sie mich jetzt durch oder muss ich erst die Polizei rufen? Dann lässt die Dame jetzt mal schön durch, Fritz. Das war sie. Sie hat die Box verloren. Außerdem trägt sie dieselbe Halskette wie dieser Gecht da. So, so. Die stecken doch unter einer Decke. Weißt du was? Du machst sie jetzt schön gemütlich zu Hause. Und bleibst gefälligst da. Und zwar so lange, bis ich den Fall gelöst habe. Einverstanden? Sam. Und ich glaube doch, dass ich recht habe, Keks. Der Hallenwart, der hat doch alle Schlüssel. Also kann der Tag und Nacht da rein. Der Lars Gechter. Ja, das bekommt doch gar keiner mit, wenn der nachts was mitgehen lässt. Und das halbe Herzchen. So eins hat Gechter auch. Das ist bestimmt seine Freundin. Vielleicht klaut er die Sachen ja für sie. Oder sie verkaufen alles. Vielleicht im Internet. Straßenbahn. Sammlerstück. Kaufen. So. Was ist das denn? Ah, schöne Straßenbahnstrecken. Die hier fährt in Lissabon. Achtung, eng! Sogar mit Handkurbel zum Gas geben und bremsen. Gibt's was Schöneres als eine Stadtrundfahrt mit so einer Bahn? Naja, vielleicht eine Landrundfahrt durchs Grüne. Herrlich. In Hongkong gibt's sogar Doppeldecker-Straßenbahnen mit super Aussicht von oben. Wow, die ist wirklich was Besonderes. Sie fährt in San Francisco. Und was macht der da? Ach, das ist der Fahrer. Diese Straßenbahn ist eigentlich eine Seilbahn. Die Zugseile laufen unter der Bahn in der Straße und der Fahrer hakt seine Bahn daran ein. Will er anhalten, hakt er sie einfach wieder aus und sie bleibt stehen. Endstation, alle aussteigen. Einen Rückwärtsgang gibt's nicht. Deswegen wird die Bahn dort gewendet. Von Hand und alle fassen mit an. Nur noch einhaken und schon geht's wieder los. Die sind ja wirklich toll, die alten Bahnen, aber das hilft mir überhaupt nicht weiter. Was war das denn? Hey, ist da jemand? Was denn? Also haben wir doch Besuch gehabt. Oh. Aua, das hat wehgetan. Sieht aus wie eine alte Haltestellenglocke. Hübsch poliert. Will mir da jemand was unterschieben? Namen Fritz? Hallo Götz. Und? Läuft das Ding jetzt nach Fahrplan? Puh, nee, hier läuft leider noch gar nichts. Aha, aha. Du? Bei meinen Kollegen ist gerade so ein blödsinniger Anruf eingegangen. Da behauptet jemand, du hättest ja Diebesgut. Stimmt. Was stimmt? Na da. Eine Glocke? Ja, von der Straßenbahn. So einen haben die Vereinsleute vor 2 Wochen als gestohlen gemeldet.
Woher hast du die? Die hat mir jemand unter den Bauwagen geschoben. Jetzt schlägt's aber 13. Da versucht er tatsächlich jemand was anzuhängen. Du hast nicht gesehen, wer das war, oder? Der war schon über alle Berge. Hm. Ich lass die gleich morgen früher Fingerabdrücke checken und sag dir dann Bescheid, okay? Mach dir noch einen schönen Abend, ja? Tschüss, Kürz. Ich glaube ja nicht, dass da Fingerabdrücke drauf sind. Deswegen war die auch so poliert. Wenn ich nur irgendein anderes Indiz gegen diesen Lars Gechter hätte. Außer der Kette. Aber was? Moment mal. Na klar. Muss ja nicht immer ein Fingerabdruck sein. Na super. Keks, wie hast du das denn gemacht? Sie? Was waren Sie denn schon wieder? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Oh, was bekommen Sie denn dafür? Ach, nichts. Ist geschenkt. Danke. Guten. Sie haben mir ja auch was geschenkt gestern Abend. Ich habe Sie unter meinem Bauwagen entdeckt. Ich habe Sie sofort ausgepackt. Sie haben Sie ganz schön poliert. Nichts habe ich. Die Polizei hat Sie mir leider gleich wieder weggenommen. Polizei? Ja, vielleicht sollte ich dir auch noch meine Schublade geben. Sie haben sich ja böse daran gestoßen. Das hinterlässt Spuren, Hautpartikel und so, Sie wissen schon. Schöne Mütze. Nun geben Sie es doch schon endlich zu. Ich weiß nichts von der Glocke und ich war noch nie bei Ihnen. Die Glocke. Na also. Na also, die Glocke. Ich hatte die Glocke noch gar nicht erwähnt. Sie sind der Dieb. Was wollen Sie hier? Herr Gechter. Bitte sorgen Sie dafür, dass dieser Herr schleunigst den Ausgang findet. Hübsches Bäuchchen von meiner Schublade. Wie? Schublade? Ja, ich weiß. Ich hab die Glocke genommen und die Kurbel und die anderen Sachen auch. Was? Sie, Herr Gechter? Ich wollte meinen Job retten, deswegen habe ich die Sachen verschwinden lassen. Immer wenn ich nicht im Dienst war, damit Sie endlich merken, wie wichtig ein Aufpasser ist. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, der Verein hat kein Geld. Ja. Ich dachte, vielleicht überlegen Sie es sich nochmal. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich Ihnen die Glocke untergejubelt habe. Und das war wirklich sehr, sehr feige von mir. Ja, das war kein Spaß mehr. Das war echter Diebstahl. Nie im Leben hätte ich das von Ihnen gedacht, Herr Gechter. Aber dass das alles jetzt so kommt, das wollte ich doch nicht. Ich wusste einfach keinen anderen Ausweg mehr. Ich habe einfach Angst um meinen Job gehabt. Ich wollte doch keinem schaden. Geht's dem Verein denn wirklich so schlecht? Ja. Leider. Wir verdienen doch nichts mit dem hier. Aber das können Sie doch ändern. Wie denn? Ich habe da schon eine Idee. Und Sie werden mir helfen. Warum machen Sie das? Oh, jetzt noch bitte. Ja, die 573. Unsere Pferdebahn. Ein Fuchs. Das war eine großartige Idee mit dem Tag der offenen Tür. Da wird einiges für uns zusammenkommen heute. Und dank Herrn Gechter und Frau Westermann erstrahlen unsere Bahnen in neuem Glanz. Vielen Dank. Oh, bitteschön. Ja, Keks. Ne? Sammelst du fleißig Spenden? Sehr gut. Und bevor wir unsere Runde drehen, mache ich das, was ich schon immer mal machen wollte. Ich drehe auch eine kleine Runde, elektrisch. Also tschüss. Übrigens, noch mehr über die Folge erfährst du auf zdftv.de.